Leute, ihr wisst es vielleicht noch nicht, aber heute ist ein guter Tag, denn... Das ist toll. Oh Mann, jetzt bin ich aber glücklich. Oh Mann. Oh, das ist schön. Wow, echt super. Zeit in Moron, in der Mongolei, habe ich eigentlich die ganze Zeit mit Tux Jaral verbracht und ja, habe eigentlich alles gemacht, was sie gemacht hat. Halt einkaufen gegangen und ja, mir die Stadt angeguckt. Sie war Lehrerin, dann habe ich auch manchmal bei ihrer Schule unterrichtet. Also, das war so eine Privatschule, man unterrichtet da nur zwei Leute. Und sie hat mir auch geholfen, meine Reise zu den Rentieren vorzubereiten, also hat da irgendwie meinen Pass kopiert und mir so ein Spezialvisum besorgt. Ja. Außerdem habe ich in Moron auch versucht, einen Job zu finden, um die 250 Euro zu verdienen, die ich für den Flug brauche, um aus der Mongolei rauszukommen, weil ich kein Visum für China habe. Dazu aber später mehr. In der Mongolei liegt ein sehr großes Gebirge, und zwar das Altai-Gebirge. Das liegt nicht nur in der Mongolei, sondern auch in China und Kasachstan und Russland, also in den Grenzgebieten. Oft ist das ja so, dass Gebirge die Grenze darstellt oder ein Fluss oder sowas. Das Altai-Gebirge ist 2100 Kilometer lang. Die Alpen sind im Vergleich dazu nur 1200 Kilometer, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Das Altai-Gebirge ist genauso lang wie 50 Marathons. Und der höchste Berg ist der Belucha oder Belucha, weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Und der ist 4506 Meter lang, hoch. Der Mont Blanc dagegen ist 4800 Meter, also ein bisschen höher. Trotzdem sind beide ziemlich hoch. Der Belucha ist ungefähr so hoch wie 15 Eiffeltürme. Zur Gebirgsentstehung allgemein, das Fachwort dafür ist Orogenese. Und die Gebirgsentstehung ist im Wesentlichen das Produkt der Plattentektonik, also der Verschiebung der Erdplatten. Die Erdplatten können entweder voneinander wegdriften, das wird dann kein Gebirge ergeben, oder die driften aufeinander zu. Das nennt man Konvergenz. Diese Konvergenz kann auf zwei unterschiedliche Arten geschehen. Einmal kann es sein, dass die Platten sich übereinander schieben, also dass die dichtere Platte sich unter die weniger dichte Platte schiebt. Dichter bedeutet, dass sie schwerer ist, wenn man das gleiche Volumen vergleichen würde. Und weil die schwerer ist, bleibt die natürlich unten. Das ist zum Beispiel bei den Anden so gewesen, dass sich da zwei Platten übereinander geschoben haben. Aber das Altai-Gebirge ist entstanden durch eine Kollision. Die sind also so aufeinander getroffen. Und dann ja, hat sich da das Gebirge ergeben. Das Altai-Gebirge hat ganz, ganz viele durchgemacht, zum Beispiel 5 Eiszeiten. Und was sehr interessant ist an diesen Eiszeiten, die großen Gletscherseen, die es gab, die es teilweise jetzt nicht mehr gibt, sind im Wesentlichen durch das geschmolzene Gletscherwasser entstanden. Das war nicht Regen, das waren riesige, riesige Massen von Gletscherwasser. Und oft waren die Seen durch
durch Eis begrenzt, also waren quasi Stauseen. Und wenn dieses Eis geschmolzen ist oder dünner geworden ist oder gebrochen ist, gab es riesige Flutwellen. Und diese Flutwellen waren bis zu 300 Meter hoch. Stellt euch mal eine 300 Meter hohe Welle vor. Und ja, die haben auch Spuren hinterlassen. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben die richtige Einkerbung hinterlassen in den Bergen. Sehr interessant.